Ja, hallo, mein Name ist Sandra Schön. Ich arbeite bei der Salzburg Research. Das ist die landeseigene Forschungsgesellschaft des Landes Salzburg. Wir arbeiten dort alle im Bereich der IT-nahen Forschung. Ich selbst mit einem Schwerpunkt im Bereich Innovationsentwicklung und Bildung. In meinen ehrenamtlichen Tätigkeiten mache ich eine Vielzahl von Projekten, unter anderem mit Kindern. Die mache ich in der Regel unter dem Dach des BIMS, einem kleinen gemeinnützigen Verein aus Bad Reichenhall in Bayern. Meine erste Frage. Ja, was habe ich schon zur OER gemacht? Mein erstes Projekt zur OER war Olkos. Das war ein Forschungsprojekt, das erste Forschungsprojekt, das mit Geldern der Europäischen Kommission gefördert wurde und speziell sich um offene Bildungsressourcen gehandelt hat. Zur Idee, das hat 2006 schon aufgehört. Und was mache ich sonst noch? Hier auf der Plattform Emox, wo auch dieses Video laufen wird, bin ich für andere Kurse verantwortlich, unter anderem für gratis Online-Lernen oder den Making-Kurs mit Kindern. Wahrscheinlich kennen mich aber die allermeisten aus der OER-Szene wegen diesem Projekt. Zusammen mit Martin Ebner habe ich nämlich 2011 das erste Mal das Lehrbuch für Lernen und Lernen mit Technologien, kurz L3T, herausgegeben. Und ich bin allerdings natürlich auch als Forscherin aktiv, das heißt, ich schreibe auch über OER und was ich hier vorstellen möchte, exemplarisch die Ist-Analyse, herausgegeben von der Wikimedia Deutschland im Projekt Mapping OER entstanden, wo wir versucht haben, einen Überblick über den Stand von OER in Deutschland zu geben. Meine zweite Frage. Was findest du an OER so spannend? Was finde ich so spannend an OER? OER ist natürlich ziemlich cool, weil die Sachen, die als OER zur Verfügung gestellt werden, deshalb hört ihr vielleicht auch mit Interesse zu, kann ja praktisch von jedem genutzt werden. Das heißt, meine Idee ist natürlich dabei, dass ich der Welt was Gutes tue im besten Falle und Bildungsressourcen zur Verfügung stelle, von denen anderen auch profitieren können. Was ich aber wirklich spannend ist, dass ich das Umfeld von OER, von den offenen Lizenzen, auch als wahnsinnig dynamisch erlebe. Ich bin ja auch als Forscherin tätig mit der Brille der Innovationsentwicklung und sehe, dass im Bereich von OER da sehr viele Dinge passieren, die im proprietären, also urheberrechtlich geschützten Bereich gar nicht so denkbar sind oder gar nicht so einfach zu realisieren sind. Ein Beispiel. L3T, das ist die neue Auflage, L3T 2.0 quasi. Das Lehrbuch für Lernen mit Technologien wurde ein zweites Mal aufgelegt. Und beim zweiten Mal haben wir das, nicht wie beim ersten Mal gemacht, über Monate hinweg Beiträge gesammelt, lektoriert rund um das Thema E-Learning, sondern haben gesagt, die Wiederauflage, die zweite Auflage, die muss nicht nur erweitert werden, sondern das sollte auch möglichst schnell und zeitlich komprimiert werden. Ablaufen. Wir haben das dank hervorragend über 220 Teilnehmerinnen geschafft, das in verrückten 7 Tagen zu erledigen. Wäre eine ganz eigene Geschichte. Also wir haben versucht mit Räumlichkeiten, mit L3T-Camps unter anderem in Chemnitz, in Tübingen, in Berlin, in Graz natürlich auch, versucht Räumlichkeiten zu schaffen, wo die Mitwirkenden kommen können. Die Layouterinnen, die Lektorinnen und natürlich auch viele Kommunikationsmöglichkeiten geschaffen. Zum Beispiel gab es in der Früh für alle Mitmacherinnen ein L3T-TV mit einer professionellen Moderatorin. Was anderes, was ich natürlich auch toll finde, weil es eben offen lizenziert ist, gibt es natürlich ganz tolle Kooperationsmöglichkeiten. Hier sehen Sie zum Beispiel das Arbeitsheft vom Heft vom Kurs Gratis Online Lernen. Das ist ein Online-Kurs, der sich an Einsteigerinnen richtet. Und die Einsteigerinnen haben ja manchmal das Problem, sie klicken irgendwo hin und dann ist alles weg und man ist aus dem Kurs draußen. Deshalb dachten wir uns, es ist praktisch, ein Arbeitsheft zu drucken. Ja, und dieses Arbeitsheft muss ja jemand finanzieren. Was wir geschafft haben, ist, weil es natürlich unter dem Label offene Bildungsressourcen auch sehr relativ einfach ist, Unterstützerinnen zu finden, haben wir dann quasi hier in diesem Fall bei der neuesten Ausgabe Lisum dazu gewonnen als Partner, die für 2016er Ausgabe von Gratis Online Lernen uns finanziell unter die Arme greifen, unter anderem die Produktion des Arbeitsheftes erlauben. Und was jetzt eben so spannend ist, nicht nur Lisum ist Partner und viele eben, sondern auch viele andere. Die Arbeitshefte gibt es an zahlreichen Ausgabestellen. Es gibt auch zahlreiche Begleitangebote für diesen Online-Kurs.
Und die können sich hier unten einfach hier zum Beispiel wirklich manifestieren. Die können ihren Stempel draufdrücken auf dieses, auf dieses OER und das ist völlig in Ordnung. Und diese Arten von neuartigen Kooperationen, die unkomplizierter sind, weil es einfach klar ist, OER heißt ja nicht nur, du darfst es benutzen, sondern es ist ja ein Angebot. Das heißt, bitte benutze es. Und dieses Angebot wird einfach zwar zögerlich angenommen und ich erlebe da sehr viel Widerstände und Erstaunen darüber, aber es wird angenommen und Kooperationen sind einfach ganz fruchtbar und neuartig. Eine andere Kooperation, zum Beispiel mein neuestes Produkt, das Handbuch Making-Aktivitäten mit Kindern und Jugendlichen, finde ich super spannend. Auch da haben, glaube ich, 33 Autoren und Autoren mitgewirkt und Projekte gesammelt, wie man cool mit digitalen Technologien oder auch mit herkömmlichen Technologien, also mit Löten und LEDs, digital kreativ sein kann. Ist eben auch eine spannende Kooperation, weil wir hier zum Beispiel Partnerinnen haben, die die gleichen Texte, die auf unserer Homepage haben, zum Beispiel auch hier im Medienpädagogik-Praxisblog aufnehmen und wieder zeigen, weil weder uns das schadet, weder den Autorinnen schadet, noch den Anbietern selber. Eine Vorgehensweise, die ja im traditionellen Vermarktung von Bildungsmaterialien gar nicht denkbar ist, dass man einfach sagt, das ist total okay, wenn du eine Kopie auf deine Homepage stellst. Ja, eine ganz wichtige Frage. Verdienst du Geld mit OER? Diese Frage wird mir natürlich gerne gestellt und natürlich mache ich das Gott sei Dank auch. Natürlich habe ich Forschungsprojekte, Auftragsarbeiten rund um OER, die finanziert sind. Allerdings muss ich sagen, die allermeisten Dinge oder viele Sachen, die mir halt, wo wir vorne dran sind, wo wir was voranbringen wollen, machen wir in der Regel ehrenamtlich. Als Idee, welche kleineren Rückläufe unsere Projekte einbringen, wenn Sie zum Beispiel dieses Buch kaufen hier, fließt eine Autorenmarge, also dieses Buch gibt es natürlich kostenlos und online für Sie frei zugänglich, wenn Sie das Buch aber haben wollen, fließt eine kleine Autorenmarge an den BIMS e.V., also in einen gemeinnützigen Verein und davon kann ich natürlich wieder PR-Materialien für andere Projekte drucken. Bringt dir OER sonst noch was? Ja, bringt mir OER sonst noch was? Und da muss ich mich jetzt nochmal hinbücken. Tada! Es bringt mir unter anderem Preise. Ich habe hier den Staatspreis, den österreichischen Staatspreis für Erwachsenenbildung gezeigt. Aus dem Jahr 2015 haben wir bekommen. Also Martin Ebner und einige andere Partnerinnen und ich für den Online-Kurs Gratis Online-Lernen, mit dem wir mehr als 1000 Teilnehmerinnen adressiert haben. Und wir bekommen auch solche tollen Sachen zum Beispiel. Das war ein Schreiben vom Bürgermeister von Salzburg, der gratuliert zum Staatspreis. Im Ernst, natürlich bringen diese OER-Projekte auch Reputation. Wir wissen von L3T, also von dem Lehrbuchprojekt, dass die Autoren, die bei einem bestimmten Thema vorne draufstehen auf dem Kapitel, häufiger angefragt werden zu diesen Themen aus dem Lehrbuch und sie vermuten eben, weil sie L3T-Autoren sind und L3T halt inzwischen schon 500.000 Downloads hat. Das heißt, wenn OER, wenn ihr OER oder wenn mein OER oder das OER, in das ich verwickelt bin, gut ist, wird es natürlich häufiger genutzt, stärker verbreitet und natürlich steigt dann gewisserweise Reputation. Als Wissenschaftlerin muss ich mich natürlich fragen, ob mir das viel bringt, weil rein akademisch-wissenschaftlich bringt es mir nichts, aber es macht natürlich total Spaß zu sehen, dass das eigene Tun für andere spannend ist und dass man selber wirkt. Und in diesem Sinne viel Spaß beim Mitmachen und auch machen. Ciao, ciao.